Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Schrei am Kreuz ist nicht nur der Schrei seiner eigenen Gottverlassenheit. Sein Schrei ist unser Schrei. Es ist der Schrei der Welt. Jesus Schrei ist der Schrei der Menschheit angesichts dieser Katastrophen in dieser Welt. In Jemen. Seit Jahren herrscht ein blutiger Bürgerkrieg. Die Situation hat sich zur größten humanitären Krise der Welt entwickelt. Über 24 Millionen Menschen, das ist 80% der Bevölkerung, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. 8,4 Millionen Menschen sind akut vom Hungertod bedroht. Der Krieg, der Hunger führen zu unermesslicher Not. Warum hast du uns verlassen, Gott? Somalia. Hunderttausende Menschen müssen aus ihrer Heimat fliehen. Die einen vor Gewalt und Angriffen, aber noch mehr werden durch die Folgen des Klimawandels wie Überschwemmungen oder Dürren ihre Heimat verlieren. Im Jahr 2019 waren fast 1 Million Kinder von akuter Mangelernährung bedroht. Schwerwiegende Folgen für ihre künftige Gesundheit gehen damit einher. 1 von 7 Kindern stirbt, bevor es 5 Jahre alt ist. Warum hast du uns verlassen, Gott? In der Ukraine. Über 100.000 Menschen sind in der Ostukraine immer noch vom Konflikt betroffen. Häuser werden zerstört. Ältere Menschen vereinsamen. Und die Grenzen im Osten der Ukraine in 2 Familien. Menschen leiden unter dem wieder stärker werdenden Konflikt. Menschen sind traumatisiert angesichts des lang andauernden Konfliktes. Warum hast du uns verlassen, Gott? Im Osten Afrikas bringt die Delta-Variante Krankenhäuser am Rande der Überlastung. Das Virus kann sich in Regionen, deren medizinische Versorgung am untersten Level sind, weiter verbreiten und mutieren. Und es bleibt eine Bedrohung für die gesamte Weltbevölkerung. Die einen haben den Impfstoff, von dem den anderen nichts übrig bleibt. Menschen sterben. Warum hast du uns verlassen, Gott? Und wie wirken wir entgegen? Ich denke, ganz persönlich, dass jeder von euch ein Zeugnis geben kann, wie ihr den Menschen, die am Rande dieser Gesellschaft steht, wie ihr die unterstützt in deren Not. Und ich denke da an euren Einsatz mit Geflüchteten in den Gemeindenprojekten, die immer noch weiterlaufen. Ich denke euren Einsatz in der Pandemie, wo ihr euch weiter für Kinder in den Gemeinden engagiert. Und ich denke auch an alltägliche Unterstützung für die Menschen, die am Rande dieser Gesellschaft stehen. Jesus klopft höchst lebendig in seine Kirche von innen her an. Und er ruft uns auf, Menschen in Not zu unterstützen. Jesus öffnet beständig die verschlossenen Tore seiner Kirche und sucht an den Rändern, an den Grenzen die verwundeten Menschen. Und diesen Einsatz sehe ich in den zahlreichen sozialen Projekten in unseren Adventgemeinden. Diesen Einsatz sehe ich in meiner täglichen Arbeit mit den lokalen ATRA-Partnerbüros, besonders mit den lokalen Mitarbeitenden. Die lokalen Mitarbeitenden, die auch unterschiedlich religiös sind, die die Verzweiflung sehen, die die Verlassenheit und Einsamkeit wahrnehmen. Ich sehe es bei den Psychologen, die im Konflikt in der Ukraine ältere Menschen besuchen, um sie zu unterstützen. Ich sehe es bei den lokalen Mitarbeitenden in Somalia, die sich für Bildung einsetzen. Ich sehe es im Jemen, in den Hotspots, wo Pflegepersonal und Ärztinnen sich für Gesundheit und gesunde Ernährung für Babys sich einsetzen, damit diese überleben können.
Und diese Andacht möchte ich den Menschen aus den lokalen ATRA-Partnerbüros widmen, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass diese Menschen in ihrer Verzweiflung wieder in Würde leben können. Es ermutigt mich, mit diesen lokalen Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten und von deren Einsatz und von deren Opfer zu lernen. Sie geben dadurch Antwort auf die Verzweiflung Jesus am Kreuz und schenken so den verzweifelten Menschen Gerechtigkeit, Mitgefühl und Gottes Liebe. Amen.